gerade mal Licht an hier. Zick. Und ja, dann lass das mal den Trangia-Kocher anmachen. Habe übrigens ganz gut geschlafen hier die Nacht. Wie übrigens bis jetzt alle Nächte im neuen Wohnwagen, also hat man frei. Ja, so sieht es hier draußen aus. Wetter ist nicht ganz so gut. Andreas, ja, schläft er noch. Ja, seht ihr, total bewölkt alles. Ja. Richtig schöne Stelle hier. Hier gibt es jetzt Frühstückchen. Ja, Käffchen ist schon fertig. Und jetzt mache ich mir noch ein Schnittchen, wie ihr es kennt. Ich weiß, bisschen ungesund, Weißbrot mit Sauerkirschmarmelade. Und dann geht es heute Richtung Lindhorst. Genau, wir wollen uns noch mal in den Wald stellen. Ursprünglich war geplant, dass wir nach Magdeburg reinfahren und dass Andreas dann morgen mit dem Zug nach Luckenau fährt oder nach Leipzig fährt und den Rest dann mit dem Fahrrad. Aber wir haben uns entschieden, noch mal hier eine Nacht draußen zu schlafen. Und dann fahren wir halt morgen rein und morgen kann dann Andreas überlegen, ob er mit dem Zug morgen losfährt oder Donnerstag, je nachdem wie er Lust und Laune hat. Ja, das Coole für euch, wir machen den Livestream. Allerdings habt ihr den denn schon gesehen, wenn das Video hier rauskommt. Ich kann ja mal hier einblenden und dann könnt ihr euch nochmal anschauen, wer es verpasst hat. Ja, ich hoffe, dass es natürlich klappt. Braucht natürlich guten Internetempfang. Ja, schauen wir mal. So Leute, erstmal ein bisschen Morgentoilette gemacht, ja. Du denn schon Morgentoilette gemacht, Andreas? Noch nicht. Noch nicht? Ja, ich bin doch ein bisschen ungünstig hier unten gebaut. Hätte ich auf der anderen Seite machen sollen. Naja, nun ist es so. Zack, zack, zack und auf geht's. Schaut mal, Gänse, herrlich. Ja, wir sind jetzt im Ort Klüden. Da kommt das Ortseingangsschild. Wenn ich den Andreas hier so sehe, mit seinem buschkraftigen Zeug. Und hier ist ja gleich die Kolwitz-Letzlinger Heide, der Truppenübungsplatz. Meine ersten Jahre mit Buschkraft. Buschkraft-Erfahrung habe ich da gemacht. Und soll ich euch was sagen? Ich würde richtig Lust auf Buschkraft. Muss mit Andreas mal die Runde um die Heide machen. Könnt ihr mal auf den Kanal gucken. Bin ich einmal rumgefahren mit dem Fahrrad und habe immer buschkraftig übernachtet. Richtig traumhaft. Ja, das habe ich Andreas gerade erzählt. Wir sind jetzt bei dem Ort Durst. Der ist hier gleich um die Ecke. Ich kann euch nochmal die Karte hier einblenden. Und wir fahren jetzt noch. Ja, fahren jetzt noch so 7 Kilometer und dann machen wir erstmal eine Pause. Kann Andreas seine Videos hochladen. Er macht nämlich täglich ein Video, so 5-Minuten Video. Ja, könnt ihr euch ja anschauen, vielleicht blende ich das hier auch mal ein. Ja, nehmt es natürlich auch erstmal ein Käppchen. So, wir sind ja wieder beim Schluss. Ich habe hier den Tag schon mal gebracht. Wir stellen uns hier hin und ich fahre das Relo aus, dann kann sich nämlich Andreas auch regengeschützt hinsetzen. Dafür habe ich das ja da. Ja, nehmen wir die Stelle hier. Das hier, hier wächst schon Pilz, guck mal. Ja, da haben wir uns hin. Andreas schneidet sein Video. Da hinten seht ihr ein bisschen das Schloss. Ja, dann geht's nachher weiter Richtung Samswegen. Da fahren wir dann bei Lindhorst in den Wald. Oh, ich habe keine Lust loszufahren, aber wir müssen. In dem Wetter wird man richtig müde. Ja, das ist ein Schlosser, das wird gewerblich genutzt. Wir haben nämlich gerade ein paar Leute kennengelernt. Schaut euch das an. Da ist eine Firma drin und der Chef wohnt doch gleich hier. Das ist natürlich fantastisch, ja. Die schöne Sicht hat man jetzt hier auf die Berge. Und als nächstes kommt dann hier drüben Hallensleben. Die Richtung müssen wir fahren. Hier geht es jetzt rum wieder Richtung Hallensleben. Das ist linksseitig. Ja, hier Baustelle.
Da geht's lang. Immer geradeaus, Andreas. Andreas will ihn auf Bus machen. Der fährt die ganze Zeit vor, der Bus bin ich. Ich bin nämlich der Langsame. Andreas, der Bus bin ich. Ja, der Akku hat unter 49 Volt, Motorregel drunter. 52 Watt jetzt. Und ich fahre gerade über die Umgehungsstraße runter, die rüber, die B71, die ist da unten. Ja, ist echt heftig. Mit der Leistung hier diese kleine Auffahrt durchzumachen. Da musst du schon ganz schön treten, war eben der dritte Gang der Rohlauf. War schöne Windmühlen. Da drehen sich langsam, aber wir haben sehr ein bisschen Rückenwind, das ist natürlich gut. Ich bin jetzt in Neuenhofer und gleich geht es wieder am Berg hoch. Fängt jetzt an und ich kann schon nicht mehr. Hören denn die Motor-Desaster nie auf? Den Berg haben wir geschafft und jetzt geht es runter. Als nächster Ort kommt den Hillersleben. Da sind wir schon fast in Samswegen. Jawohl, 9 Kilometer sind wir noch. So, wir sind in Samswegen. Wie man uns schwer erkennt. Ja, und jetzt gehen wir erstmal einkaufen. Wie sieht es hier innen aus? Innenhof. Ja, schöne riesige Gebäude, aber seht ihr, Leerstand. Aber gut, hier drüben. Neu gemacht, gibt es auch. Machen wir erstmal einkaufen hier bei NP. Und ich habe totalen Hungerast. Erstmal Kuchen geholt ohne Ende. Zweimal. Und Chips. Und Corny. Und Big Sips. Radler. Hier, schönes Radler. Guck mal, Andreas, wie schnell sein Happenpacken versteckt. Was hat er denn hier schönes? Das essen wir doch gerne. Pick up, oder? Warte. Kennen wir ja nicht. Ja, für dich habe ich auch. Das kennt der Ossi wohl nicht, Pick up. Nee? Nee. Das ist mit Vollmilch. Aha. Das ist mit dunkler Schokolade. Oh, dann nehme ich lieber Vollmilch. Ja. Okay. Und du, René, isst nämlich lieber Vollmilch. Also, auf den guten. Ich habe was rausgefunden. Ich habe jetzt hier auf Sport gestellt. Okay. Da geht er weiter runter, die Akkuspannung. Jetzt macht er wieder volle Hütte. Jetzt ist fast Andreas umgefahren. Wieder Filmerei. Hier wird Wasser jetzt zapft. Jetzt hier auf dem Friedhof. Andreas, super. Jetzt kommt noch ein Duo, René, dran. Amos. Jetzt fahren wir erstmal schön ins Waldgebiet hier rein. Meine alten Buschkraftstellen besuchen. Ja, Andreas guckt jetzt mal vor. Gucken, ob wir irgendwie eine Lichtung finden. Was ein bisschen schön ist. Der Brombeeren ohne Ende. Muss man allerdings aufpassen. Fährt man sich auch schnell in Platten. Wir müssen uns da hinstellen, weil da steht ein toter Baum. Das ist sehr gefährlich. Ich richte mich jetzt erstmal schön ein hier. Erstmal der Stuhl aufgebaut. Machen sie uns richtig gemütlich heute. Und dann gibt es erstmal Happenpappen. Ich habe nämlich gerade richtig Hunger. So sieht die Stelle jetzt aus hier. Wieder, wie ihr es kennt, schon Kiefernwald. Und ja, heute machen wir es uns richtig gemütlich hier. Kuchen ist schon da, Wasser ist voll aufgefüllt. Da hinten liegt Andreas. So, dass man Mittagsschlaf gemacht, wa? Du auch, ja? Ich auf jeden Fall, irgendwie K.O. Jetzt kommt sogar noch ein bisschen Sonne raus und ich habe die leeren Akkus oder den einen leeren Akku hin gemacht. Nur kommt fast 0,7 Ampere, also fast 1 Ampere. Also 40 Watt kommen rein. Oh ja, besser als nichts. Kleinvieh macht auch Mist. Ich habe jetzt noch einen vollen Akku, mit dem müsste ich dann morgen bis nach Magdeburg kommen. Das müsste locker drin sein, sind von hier ca. 223 Kilometer. Und dann, wie gesagt, mache ich morgen einen kleinen Pausentag. Andreas entscheidet dann morgen, was er macht, ob er weiterfährt mit der Bahn oder ob er auch einen Pausentag macht und den nächsten Tag weiterfährt. Werden wir dann sehen. Ja, aber so eine wunderschöne Stelle hier. Kann man schön, ich gucke schön hier rein, diesen lichten Kiefernwald. Andreas beim Arbeiten zuschauen und schönen Kuchen essen. Ah, was gibt's Schöneres? Live dabei sein beim Buschkrafting. Buschkrafter Andreas ist voll in Jange. Wie sagt doch? Andreas Meinicke. Kanalumbenennung. Ja, er baut sich jetzt hier so einen Schutz, damit ihm die lieben Wildschweine nicht reinrennen. Hättest du doch gleich was zu essen. Ja Leute, wir sind gerade noch beim Livestream. Machen wir eine Aufnahme, die seht ihr dann im Video. Wir sind hier gerade noch beim Livestream, guckt mal, wie das aussieht. Für die lieben Zuschauer, guckt mal, ich filme euch jetzt auch, wie es aussieht hier. Wir trinken jetzt noch das Radler hier und dann lassen wir den Abend genüsslich ausklingen.
Ja, und ich würde sagen, wenn nichts weiter passiert, hören wir uns morgen früh in alter Frische. Ja, gutes Nächtle. Schlaft schön. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja, sollte einfach schlafen. Jetzt weiß ich, was ich sagen soll. Ja, ich wollte euch eigentlich zeigen, guckt mal draußen, richtig kalt. 10 Grad draußen. Lege ich immer hier rein. Ich gehe hier. Normalerweise sollte er immer unter den Bettkasten, aber das ist mir zu aufwendig. Gibt's jetzt Käffchen, der ist schon fertig. Ja, und ich schmiere mir gerade jetzt hier Marmeladenbrot. Guck mal, Kirschmarmelade gibt's. Und Weißbrot, wie ihr das so kennt. Andreas ist auch schon wach. Da kommt die Sonne hoch. Ein traumhafter Morgen heute. Wirklich herrlich hier heute. Hat man auch nicht immer. Noch total ruhig mal wieder. Ja, ich trinke mittlerweile den dritten Kaffee. Und Andreas kriegt den zweiten. Ja, wir verweilen hier noch ein bisschen. Ja, ist schön. Hier gerade an. Das ist auch alles hier irgendwie richtig schnell eingeräumt hier bei dem Wohnwagen. Ja, durch die hintere Tür, das ist echt praktisch. Und angekoppelt ist auch super schnell. Schaut euch das mal an. Stütze ein bisschen runter gemacht, das Teil hergenommen. Zack. Und schon ist er dran. Brauchst schon. Wunderbar. Wieder gucken. Ja, wir sind jetzt in Jahresleben. Da war das Ortseingangsschild noch. Den ersten Kilometer haben wir geschafft, die ersten 5. Und wir fahren dann über Meizendorf, Barleben nach Magdeburg rein. Mal schauen, wie alles klappt. In circa 25 Kilometer. Ist jetzt nicht so weit. Ja, dann ruhen wir uns heute aus. Andreas pennt denn bei mir. Und morgen geht es dann für ihn weiter nach Luckenau. Wir sind jetzt kurz vor Meizendorf und wie ich sehe, wir haben Gegenwind. Seht ihr die Windmühlen? Zeigen wir die Windrichtung an. Südwind. Ja, aber trotzdem fährt es sich an Süd. Ich habe halt volle Power wieder und der Akku ist auch voll. Ja, und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich doch runter nach Luckenau fahre. Ja, also bis jetzt sieht es gut aus. Schauen wir mal. Ja, zu Hause werden wir aber erstmal die Akkus denn nachladen hier und alles umpacken. Weil ich würde dann mit einem kleinen Anhänger fahren, im Zelt. Das wäre es zeitlich zu knapp. Weil heute ist schon Mittwoch. Die ersten sind morgen schon da. Der Gerhard aus der Schweiz, der mir einen Teil mitbringen will für den Wohnwagen, Lüfterabdeckung. Schöne Grüße, Gerhard. Und er hat auch einen Kanal. Genau, kann ich euch mal hier einblenden. Wenn ihr euch einen hochwertigen Fahrradwohnwagen holen wollt, meldet euch bei Gerhard. Der baut die selber. Also richtig gewerblich. In sehr, sehr hoher Qualität. Ja, dann meldet euch bei ihm. Jetzt sind wir in Meizendorf. Ja, hier wohnt ein Kumpel vom Fußball. Schöne Grüße, Benni. Gleich mal testen, ob du hier zuschaust. Bester Kumpel ist nämlich. Jetzt sind wir schon wieder im Gewerbegebiet von Barleben. Seht ihr, hier bauen sie ziemlich viel neu da drüben. Ja, es sind bloß noch 5 Kilometer. Haben wir es geschafft. Ja, und schon bin ich wieder auf der Brücke über die A2. Ganz schöner Verkehr. Die LKWs. So, es geht runter. Eben bin ich knapp 30 gefahren. Der Hänger läuft absolut super hinterher. Kann gar nicht meckern. Erste Fullerpause. Wir sind jetzt kurz vor dem Florapark. Noch ca. 3 Kilometer. Da sind wir Himmel. Wir haben es geschafft. Wir sind in Magdeburg drin. Ja, hier geht es jetzt Richtung Texas.
Hier ist noch so ein schöner Park, der geht nach Olpenstedt. Da hinten haben wir Moped fahren geübt 1988 und da hat mich die Polizei erwischt. Herrlich, ja. Sind wir wieder bei der Garage von den Touren, ey. Zu Hause angekommen. Ich wollte euch noch mal sagen, wie viele Kilometer das waren. Das waren heute 20 Kilometer. Gestern hatten wir 40. Und die Gesamtstrecke von hier bis zu Gero und wieder zurück, das waren jetzt, wartet mal, zeige ich das mir nicht an. Gesamtstrecke waren 380 Kilometer jetzt gewesen. Hin nach Dömitz zum Treffen und wieder zurück. Also fast 400 Kilometer. War eine gute Testtour mit dem neuen Wohnwagen. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Alles durchgehalten bis jetzt. Ein paar kleinere Nacharbeiten sind noch zu machen. Das ist der liebe Andreas, der fährt morgen nach Luckenau. Wisst ihr was? Enduro Nähe fährt auch. Schnauze voll. Das sind nämlich auch Kumpels. Also fahren wir da hin. Habe ich jetzt beschlossen. Ich habe Energie. Jörg, ich komme. Ist mein Kumpel. Und Krieger ist auch mein Kumpel. Ich komme, Jungs. Spaß beiseite. Ja, aber ich habe beschlossen, jetzt doch nach Luckenau zu fahren. Fühle mich gut. Wetter soll zwar durchwachsen werden, da kommen die ersten Regenwolken da hinten, aber ich habe auch Lust loszufahren, eine schöne Tour zu machen. Schließlich habe ich 3 Monate an dem Wohnwagen gebastelt und muss jetzt auch raus und habe auch einfach noch Bock. Also fahren wir los, fahre allerdings nicht mit dem großen Wohnwagen, das würde jetzt zeitlich zu knapp werden, musste hier heute noch die Akkus laden und wir haben jetzt Mittwochabend und 2 Tage runter brauche ich, also gut, ich könnte es jetzt schaffen, wäre ich Freitag gegen Abend wahrscheinlich da, aber ja, reicht jetzt auch nicht so die Lust zu. Ich habe Bock, mal wieder damit zu fahren, mit dem Wohnwagen. Und ich habe richtig coole Ausrüstung da. Ich habe mir nämlich ein neues Zelt geholt und eine Hängematte. Und damit will ich jetzt losdüsen. Schaut mal hier. Da ist es. Die Hängematte hier mit Isomatte. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Ach doch, hier steht es ja. Heaven Tent heißt das Teil. Das Teil wiegt jetzt 3,6 Kilo. Und dann kommt hier noch ein neues Zelt mit. Das könnte für viele Zuschauer von euch interessant sein. Das ist ein relativ leichtes Zelt mit einer großen Schlafkabine und einem schönen großen Vorraum. Die Schlafkabine ist für 3 Personen geeignet. Also können 2 richtig gut drin schlafen. Und ein sehr großer Vorraum. Das will ich testen. Das will ich mir nämlich vor dem Wohnwagen holen. Und das nehmen wir auch mit. Ich glaube, das wiegt so 4,5 Kilo. Ja, fühlt sich auch ein bisschen schwerer an. Das ist von VD. Ich glaube, das heißt Scheppel. Ja, das wiegt knapp 5 Kilo. 4,8 Kilo wiegt das. Nehmen wir mit. Ja, und dann halt hier noch ein bisschen anderes Zeug. Hier mein Kochkram. Hier ist der Trangia. Badelatschen, Kaffee, Tasse, Spiritus, bisschen Pfefferspray. Ja, und hier Essbesteck, Zahnbürste und so weiter. Den hier ein Handtuch, Wechselshirt. Hier noch ein Pullover. Regensachen soll ja regnen. Denn hier von Alpowers das 100 Watt Modul. Die Drohne. Der Stuhl hier, bin ich total mit zufrieden. Habe ich bei dieser App geholt hier. Und dann noch Tarnplane hier. Das Teil auch rein. Ja, ich packe hier noch ein bisschen rein. Ach so, Mensch, das Fahrrad habe ich euch noch nicht vorgestellt. Guckt mal, das Mobwheel nehme ich mit. Mit 3 Akkus, habe insgesamt 3 Kilowattstunden Akku dabei, habe hier die Kabel vom Controller und Akku rausgeführt, kann hier auch einen externen Akku anschließen, habe hier für die Weber-Kupplung mir eine schöne Aufnahme gebaut aus dem Baumarkt, hier bekommt er da zu kaufen, richtig ein starker Stahl, da ist die dran, die Weber-Schwerlast, und mit dem Teil will ich dann losfahren. In der Tasche habe ich die Ladegeräte drin und ein bisschen, ja, ich setze auf 5 Minuten Terrine diesmal und Haferriegel. Dann mal gucken, vielleicht schaffe ich sogar einen Ritt durch, werden wir sehen. So, ihr Lieben, Andreas und ich sind noch bei mir. Ja, wir packen ja alles gerade zusammen. Bei mir gibt es noch ein Abschiedskäffchen. Andreas packt hier alles zusammen. Ja. Und ja, für ihn geht es dann mit dem Zug nach Leipzig und dann mit dem Radl weiter. Ja, und für mich geht es hier gleich mit dem Radl weiter. Mal gucken, wie alles klappt. Ja, wir sehen uns gleich draußen wieder. Wir haben jetzt gepackt. Gut, ich bin noch ein bisschen dabei. Hier, das kommt noch rein. Und ich hätte fast das Toilettenpapier vergessen. Nicht so gut. Andreas hat auch noch was gekriegt. Ja, und er düst jetzt los. Und ich will hoffen, dass wir uns denn heile und gesund und munter wieder treffen. Am See in Luckenau. Andreas,
Gute Fahrt wünsche ich dir, mein Freund. Mach's gut, ne? Und vielen Dank für alles. Ja, ich danke dir auch für alles. Wir sehen uns dann. Ja, genau. Auf geht's. Mal schauen, wie es ist mit dem Fahrrad hier und wie es klappt mit dem Anhänger. Kommt natürlich der Bus. Vom Gewicht her bin ich beim Hänger hinten wahrscheinlich so bei 45, 50 Kilo. Der wiegt leer 21 Kilo. Ich vermute mal, dass ich so 20, 25 Kilo an Ausrüstung drin habe. Vielleicht sogar noch ein Mühe mehr, also so um die 45 Kilo, merke ich ja auch. Wenn so Hogel kommen, kommt doch ganz schön Stöße an. Ja, das Fahrrad ist auch ganz schön bepackt hier. Also auch wieder ultralight bin ich auf keinen Fall unterwegs. Habt ihr ja gesehen, was ich alles mitgenommen habe. Knapp 4 Kilometer geschafft, bin jetzt hier kurz vor Magdeburg-Ottersleben. Hier hinten ist noch der Stadtteil Sudenburg. Jetzt habe ich dieses Mockwheel-Fahrrad, das Basalt ST, hergenommen. Und ja, läuft ganz gut. Und ich merke gerade, das sind wirklich echte Unterstützungsstufen, wo der Motor verschiedene Leistungsstufen hat. Und gerade mit Hänger merke ich das jetzt, denn ich fahre in Stufe 2. Stufe 1 ist ein bisschen wenig. Aber ich will nämlich Strecke machen. Vielleicht schaffe ich es ja sogar in einen Ritt durchzufahren. Mal sehen. Ortsausgangsschild von Magdeburg. Jetzt geht es Richtung Osterwedding und dann Richtung Stassfurt. Ich kann euch noch mal die Karte hier einblenden. Da wisst ihr, wo ich hier lang fahre. Was vergessen. Ein Helm. Meine Musikbox. Ja, ein Helm macht echt Sinn, muss ich sagen, mit so einem Aufrechtrad. Die Rad ist schlecht, aber hier ohne Hänger merkt man, die Autos fahren dolle dicht an einen vorbei. Guck mal, hier kommt schon einer. Gut, der hat Abstand gehalten, wenigstens. Ah, rast ganz schön. Hier ist bloß 50. Sicherheitshalber mal laufen lassen. Da hinten kommt ein Radweg, aber hier ist halt ja nicht anders. Ja, fahrt sachte. Oh, das ist Pyro. Schöne Grüße, Pyro. Die ersten 12 Kilometer haben wir geschafft, binnen Osterwedding. Den ersten kleinen Tipp, den ich euch geben kann, ist, falls euch hier so ein Fahrrad holt, so ein China-Bike, holt euch da gleich eine andere Übersetzung, falls ihr einen Hänger mitziehen wollt. Und ich merke gerade, es recht lang übersetzt. Könnte ein bisschen kürzer sein. Erste Puderpause nach 15 Kilometern. Ja, wir hatten noch schön zu Hause Kaffee getrunken und er wollte jetzt wieder raus. Ja, eine Regenjacke anziehen. Es gibt gerade einen leichten Schauer und es könnte so weitergehen. Guckt mal, hier die erste Wolke und ja, so weiter so wechselhaft bleiben. Jetzt kommt der Wind seitlich hier von vorne. Oh, guck mal, sieht man, da sieht man ein bisschen den Harz. Ist ja cool. Jetzt kurz vor Borne. Man schaut, hier sind Windräder. Da sieht man es genau, wo der Wind herkommt. Ist echt heftig heute. Böen bis 50 Kilometer die Stunde. Also wenn es voll von vorne kommen würde, dann wäre ich glaube ich wieder umgedreht. Mit dem großen Hänger heute sowieso wäre es sowieso schlecht gewesen. Bei dem Wind. Übrigens hier. Beim Mockwheel Basalt fängt die Pedale an zu knacken. Hört ihr das? Da kommt jetzt Stassfurt. Und ja, da hinten seht ihr dunkel. Und heftigster Gegenwind hier. Ja, weiß nicht, was das da ist. Ein alter Turm. Ja, hier jedenfalls eine neue Fabrikanlage linksseitig. Wahnsinn, wie das aussieht hier, ja. Ja, hier steht Sackgasse. Aber vielleicht kommen wir mit dem Rad durch. Ja, wir kommen durch hier als Radfahrer, kein Problem. So, jetzt noch hier durch Stassfurt durch. Kuckuck. Wo ist das gestanden? Horschbar. Der Bengel hat den Stand jetzt. Passt aus, das Ding. Nein, ich krepel dich hier nicht. Bin
bin jetzt durch Stassfurt durch. Ja, habe jetzt knapp 40 Kilometer, jetzt könnte man eigentlich eine Pause machen. Hier ist auch irgendwas. Ach, ein Berg. Ich dachte, hier geht's schön in die Natur rein, aber nee, ist nur eine Werkseinfahrt. Kämpfe mich hier durch. Lost Place. Zumindest sah es von Weitem so aus. Hier steht eins. Und da hinten, hinter mir, standen noch mehrere. Steht alles leer und da hinten noch viel mehr. Leute, war bestimmt mal irgendwas mit DDR. Irgendwas mit DDR war hier. Guck mal, hier ist Feierabend. Da hinten kommt der Regen. Ja, und ich habe es mir jetzt hier gemütlich gemacht. Und falls es richtig heftig werden sollte, kann ich mich hier verkriechen. Ist auch nicht ungefährlich. Die haben hier die Querbalken weggenommen. Ja. Naja, gut. Ja, und dann geht es gleich wieder weiter. 40 Kilometer haben wir, dann machen wir noch 80. Ja. Die Regenfront kommt da jetzt, aber ich fahre weiter. Guck mal, was für ein Wind ist, wie die Windmühlen sich drehen. Das ist schon heftig, aber ja, wer vorwärts kommt, also immer Gas. Jetzt queren wir die A36 und es fängt an mit Nieseln. Scheiße. Ich bin in Güsten. Ja, noch 70 Kilometer bis zu meinem Tagesziel. Ja, ich fahre bis in den Wohnwagen. Ich habe jetzt hier eine Bushaltestelle entdeckt. Mache hier noch eine kleine Pause. Und ja, gucke mal, wie das Wetter wird, wie der Regen zieht. Ich bin jetzt im Ort Osmarsleben. Ja, und als nächstes Größeres kommt dann Alsleben, genau. Deutsche Härte. Ganz schöner Regen und ich wollte mich eben unter die Brücke stellen, aber es ist zu gefährlich. Da war ein zu schmaler Streifen. Haben wir den nächsten Ort, vielleicht an der Bushaltestelle. Echt heftig jetzt der Regen. Das ist der nächste Ort, wunderschön mit Springbrunnen. Ah ja, hier ist die Haltestelle. So, dann machen wir mal eine kleine Pause hier. Bis der Regen vorbeigezogen ist und dann geht's weiter. Wir haben jetzt gut 53 Kilometer runter. Lauter Wolken. Bin jetzt allerdings da bei Halle, in der Gegend da. Sieht alles dunkel aus. Naja, das Fahrrad hält bis jetzt jedenfalls durch, Hänger auch. Das ist schon mal viel wert. Und ich werde den gleich bei Regen weiterfahren, soll es ab 16 Uhr besser werden und jetzt ist es 2:30 Uhr. Dann anderthalb Stunden hier rumklucken, ist auch nicht so mein Ding. Heftiges Wetter. So wie man außer Ort ist, mega Wind. Wahnsinn. Ich hoffe, es hört auf. Oh, Gegenwind. Seht ihr das? Mega heftig. Ich hoffe, die Kamera versagt nicht. Bin in Alsleben und suche eine überdachte Haltestelle. Vor allem jetzt wird es weniger. Ah ja, jetzt wenigstens was. Alsleben. Die kommt genau richtig, dann wenn es aufhört hier mit Regnen. Da drüben seht ihr die Saale. Richtig schön. Geht auch der Saale-Radweg lang. Das ist toll. Schaut mal, ich bin jetzt hier beim Ort Knölpzig und Nelben. Nelben kommt da vorne. Und ich bin hier in so einem richtig schönen kleinen Tal drin. Linksseitig fließt die Saale, da ist auch eine Brücke. Hier ist noch eine Brücke von der Eisenbahn. Richtig schön hier. Ja, der Regen hat auch erstmal aufgehört. Und bleibt hoffentlich auch so. Der Akku ist fast runter. Schaut mal. Wir haben jetzt 65 Kilometer und die Balken, diese grünen, sind so gut wie runter. Eben stand auch schon rot da. Da werden wir gleich mal Akku wechseln müssen. Ich habe jetzt einen 1,2 Kilowattstunden Akku dran. Der ist also, ja, ich bin meistens Stufe 2, 3 gefahren. Allerdings Gegenwind und die Last hier mit dem Anhänger für 70 Kilometer gut. Ich raste aus, Baustelle und Mist. Wir fahren mal rein, mal gucken, gleich kommen wir weiter hier. Regelrecht zu betoniert hier alles. Keine Ahnung, was da los ist. Auch Fußgänger können rüber. Machen hier rüber. Das ist ja alles okay. Wahrscheinlich auch gerade so mit dem Wohnwagen durch. Ach doch, hier wäre ich auch sogar mit den Großen durchgekommen. Ja, naja, gut. Jetzt wird es schön waldig. Also, und die Saale, seht ihr? Sieht man ein bisschen was. Ich wechsle jetzt mal den Akku. Wisst ihr, was cool ist? Wenn er die drei Tasten drückt hier, die unteren, kommt dann nochmal in ein Untermenü.
Dann könnt ihr hier Volt einstellen, Level Limit drauf gehen. Dann könnt ihr hier wählen 52, 48, 36. Ja, und ich mache jetzt wieder Original. Da war 48. Ja, und dann hier mit der Taste Entern. Mit der unteren kommt er dann wieder komplett zurück. Richtig schön hier. Toll. Es regnet wieder. Scheiße. Da waren wir noch neben der Saale. Jetzt haben wir mal ein bisschen Steigung hier. Seht ihr das? Geht so ein harten Nadelkurven hier nach oben. Ja, da habe ich schon Stufe 5 gestellt. Man merkt nämlich den Hänger hier, das Gewicht. Ja, aber kämpft sich nach oben. Geht. Ja, das Wetter wird jetzt auch langsam besser. Und wir haben gleich 80 Kilometer runter. Das ist ein regelrechter Bach auf der Straße. Wahnsinn. Und wo bin ich jetzt eigentlich? Ich bin jetzt in Besenstedt. Hier treibe ich mich gerade rum. Bräuchte eine Pause. Mal gucken, ob wir gleich mal irgendwo anhalten können. Schauen wir mal. Schaut mal, irgendwie so ein Wasserturm hier. Und hier, was ist das hier? Cooleres. Ein Lok. Ich mache jetzt hier ein kleines Bräuschen, gibt Haferriegel und Kaminwurzen und auch was zu trinken. Ja, und das Handy lädt, ist total runter. Deswegen kann ich euch jetzt auch leider nicht sagen, wo ich bin. Kurz hinter dem letzten Ort. Und dann geht es gleich weiter. Bin echt K.O. Ich bin jetzt beim Ort Besenstedt, dann hat mir auch erstmal einen Stuhl aufgebaut. Erstmal ein bisschen Päuschen machen. Ja, ich brauche meinen Mittagsschlaf. Und ich möchte auf jeden Fall noch bis zum Geißeltalsee kommen. Das sind noch so circa 30 Kilometer. Das will ich auf jeden Fall machen. Ja, wie spät haben wir es jetzt eigentlich? 16:30 ist es. Ja, dann müssen wir eigentlich schaffen. Ich mache jetzt immer 10 Minuten Päuschen, bis das Handy voll ist. Dann sehen wir uns gleich bei der Fahrt. Jetzt in Schowitz. Ein altes Schloss hier. Cool aus. Und dann hier noch so Natursteinhäuser. Absolut top. Ja, und wie gesagt, habe jetzt knapp 90 Kilometer runter. Guckt euch diesen riesigen Stall hier an. Dieses riesige Anwesen hier. Das ist Wahnsinn. Die Bauern, auch noch Riesenteil. Wahnsinn, steht alles leer. Unglaublich. Den Grüßtest bestanden. Das war schon der zweite. Sehr gut. Ich bin jetzt kurz vorm Ort Steuden. Noch gute 10 Kilometer, dann sind wir da. Fünf Kilometer noch, mir tut der Arsch weh. Muss mich da mal hinstellen hier. Oh. Läuft relativ gut, auch auf Holperstein hier, das Teil. Cool aus hier, schöner Hügel und dahinter ist der See. Gerade so kommen wir hier hoch. Mal gut, dass das Fahrrad hier Schiebehilfe hat. Ich fahre jetzt hier noch ringsrum um den See. Mal schauen, wie weit ich noch mache. Kommt allerdings auch da hinten ein Zeltplatz, vielleicht hauen wir uns da hin. Sieht schlecht aus mit Stellen hier an diesem See. Mal wohl weiterfahren. Keine geeignete Stelle, alles zu gewachsen. Oder Zeltplatz halt. Aber Zeltplatz machen wir ungern. Gucken, Enduro-René hat immer noch was gefunden. Seht ihr, wie dicht das hier ist? Hier kommst du nirgendwo rein. Ganz beschissen. Das ist echt schlecht. Mal gucken, ob wir was finden. Jetzt weiterfahren. Ja, und die Akkus sind auch schon alle. Handy-Akkus alle. Der Akku hier vom Fahrrad ist auch gleich alle. Aber gut, wir haben eine schöne Aussicht. Ist auch schön. Und ich fahre mal doch durch. Du hörst. Mal gucken. Allerdings ein bisschen K.O. Ja,
Irgendwo muss ja mal irgendwie eine schöne Stelle sein. Richtig cool aus hier der Hafen mit den Häusern. Ganz toll. Mit den Fanhäusern. Der Tour, ne, will auch Urlaub machen. Fängt gerade an mit Rechnen. Ja, schlammig ist auch hier. Aber da macht sich das Fettbike wieder bezahlt. Ich habe schon ein paar Stellen gefunden. Dann überlege gerade. Wahrscheinlich hier vorne in der Nähe. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber da hinten ist natürlich gerade die Musik angegangen, was ich äußerst gerne habe. Ja, dann überlege ich schon, mache ich bloß eine Pause hier und fahre weiter. Da muss ich mal gucken. Regen wird gerade doller. Weiter geht's. Solange es noch hell ist, kann ich noch irgendwie eine Stelle finden. Top Stellen hier. Fehlen bloß zwei Bäume für die Hängematte. Naja, gut. Das Lager steht. Ja, und ich habe jetzt hier noch einen anderen See entdeckt. Bin noch ein Stück weiter gefahren. Ja, habe jetzt eine gute Stelle entdeckt. Und ja, alles aufgebaut, wie ihr eben gesehen habt. Hier habe ich auch die Isomatte schon aufgeblasen. Und zwar ist das die, die zu diesem Heaven Tent dazu ist. Mal gucken, wie die ist. Ja, mein Schlafsack. Dann habe ich hier die Kochecke. Hier die Powerstation. Lädt mein Handy, das war total runter. Wahnsinn. Ja, und hier, wir machen uns jetzt erstmal hier ein Käffchen. Ich weiß ja auch nicht, wie spät das ist. Bestimmt schon 8. Wir können mal gucken. Das hört mich auch mal. Oh, schon 8:45. Ja, dann gibt es erstmal Happenpappen. Und kommt mal, ihr könnt euch das Lager mal von außen angucken. Ja, richtig Glück, ihr habt hier noch von diesem See, da war gleich noch einer um die Ecke. Und bin heute auch 125 Kilometer gefahren. Im Prinzip nur mit zwei minimalen Pausen und ohne großartig zu essen. Bin über 5 Stunden durchgefahren. Wie gesagt, nur mit diesen minimalen Pausen. Bin jetzt echt K.O. Ja, der See sieht auch richtig schön aus. Seht ihr ja hier. Ganz toll hier der Uferbereich hier. Richtig cool aus. Ja, okay. Ach so, wir wollten ja mal rumgehen hier. Guckt mal. Hier mit Tarn. So ein Tarnnetz habe ich hier rübergeschmissen. Richtig gut aus. Ja, das Fahrrad steht da an der Seite. Und da hinten war immer ein Blitz zu sehen. Mal gucken, was die Nacht hier noch kommt. Guckt mal, sieht ganz schön bewölkt aus. Hier hinten sieht es noch dunkler aus. Schaut euch das an, Wahnsinn. Jetzt gibt es erstmal eine 5-Minuten-Terrine. Und ein Käffchen, das habe ich mir verdient. Es kommt hier noch ein gewaltiger Sturm auf von da. Wahnsinn. Habe erstmal die Abspannleinen hier dran gemacht, dass mir das Feld hier noch wegfliegt. Das ist ja doch ganz schön groß. Mensch, so ein Abenteuer hier noch. Ich dachte, das Wetter wird gut. Was ist denn da los? Ich genehmige mir jetzt erstmal mein Süppchen. Ja, und erkennen wir doch, wie schön wirklich der Brunnen war. Das sieht er selber mit dem Zelt. Das ist alles deutlich schwieriger. War schon eine sehr, sehr gute Idee. Es ist natürlich immer wieder schön, so unterwegs zu sein. Es ist halt abenteuerlicher. Auch schön. Ja, und man hat hier doch ein bisschen mehr Platz. Da hat alles seine Vor- und Nachteile. Na gut, würde ich sagen, erstmal einen guten. Ja, das Feuerchen brennt. Herrlich. Gemütlich ist es. Und hier esse ich jetzt noch einen zweiten Nudeltopf. Ja, das regnet jetzt schon eine Stunde hier. Aber ich glaube, es hört gleich auf. Hallo, hallo, wohnt hier ein großer YouTube-Star? Da ist er doch. Ich stalke dich. Und dann will ich mich noch entschuldigen bei dir, Jörg.
oder was? Weil ich Werbetouren gesagt habe. Was noch? Ich mache doch selber eine Werbetour. Ich entschuldige mich für alles. Ich bin nicht nachfragen. Ich bin nicht nachfragen und deswegen nehme ich die Entschuldigung an. Da freue ich mich aber. Nein, ist danke. Guck mal, wer auch da ist. Kreier. Hat ein bisschen Zünder. Was steht ihm?